Der heutige Tipp kommt aus dem Bereich Vorbereitung. Ich möchte dir klar machen, dass Videos aufnehmen oder das Erlernen von Videos so ähnlich ist, wie wenn du eine neue Sportart lernst. Denn wenn du noch nie Golf gespielt hast und du gehst auf den Golfplatz, dann kannst du ja auch nicht gleich den Ball ins Einputten, wie man das nennt. Sondern du musst das erstmal lernen von jemandem, der das bereits kann. Du kannst es dir abgucken, du kannst dir Wissen anlesen, du kannst ein Buch über Golf lesen, aber hilft dir das wirklich, dann auch richtig Golf zu spielen? Nein, du musst auf den Platz gehen, du musst den Schläger in die Hand nehmen, du musst dich hinstellen, ausholen, deinen Schläger schwingen, den Ball treffen. Und so dich immer wieder verbessern. Du musst viele, viele Male auf den Platz gehen, damit du wirklich gut triffst, damit du den Ball weit schlägst. Ich habe das mal versucht. Ich habe vor langer, langer Zeit mal so einen Grundkurs im Golfen gemacht und ich dürfte auch auf den Golfplatz gehen. Aber ich habe danach nie wieder gespielt und deshalb müsste ich wieder von vorne anfangen. Und genauso musst du dir das mit den Videos vorstellen. Das ist nicht etwas, was du sofort beim ersten Mal kannst, sondern du musst dich da hineinbegeben in diesen Prozess und langsam damit anfangen, deine ersten Videos zu machen. Und dein Anspruch daran sollte nicht zu hoch sein. Sie sind nicht perfekt und sie brauchen auch gar nicht perfekt zu sein, sondern du sollst dich authentisch in deinen Videos zeigen. Und je mehr Videos du machst, desto einfacher wird dir das fallen und dazu möchte ich dich ermutigen, irgendwann anzufangen. Du brauchst auch keine große Technik dazu, du brauchst dir jetzt keine Golfausrüstung anzuschaffen, sondern nimm das, was du hast, dein Smartphone oder deine Webcam und fang damit an. Überlege dir gute Inhalte. Ja, und dann fang an aufzunehmen. Schau dir dein Video wieder an. Schau, was du verbessern könntest und das Beste wäre, du holst dir Feedback von jemandem, der sich damit auskennt. So wie du auch für das Golfen dir einen Trainer holst, der dir zeigt, wie du den Schläger richtig hältst, die richtige Körperhaltung beim Abschlag, wie du dich konzentrierst und fokussierst. Genauso solltest du dir jemanden holen, der dir konstruktives Feedback gibt für deine Videos. Denn ich habe es so oft erlebt, dass Menschen sich davon abschrecken lassen, wenn mal jemand das Video kritisiert und schon hören sie auf. Und das sollte nicht der Fall sein. Und deshalb möchte ich dich herzlich einladen in meine Facebook-Gruppe mit Videos mehr Kunden gewinnen. Dort bekommst du neue Ideen und Inputs und auch Feedback zu deinen Videos, wenn du dir nicht sicher bist, wie du rüberkommst, was du noch verbessern kannst. Ich bin Sabine Schmelzer und ich bin Videoexpertin und helfe selbstständigen Frauen dabei, eigene Videos zu machen. Und ich möchte dir mit diesen Tipps Mut machen. Fang damit an und verbessere dich, während du es tust. Also komm in meine Gruppe mit Videos mehr Kunden gewinnen auf Facebook und ich freue mich, wenn du dabei bist. Ciao!